Herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Format. Und zwar die monatlichen WWE Slammies, beziehungsweise nicht WWE Slammies, sondern einfach die Slammy Awards von den Shows, die ich gesehen habe. Das heißt, ich gucke mir ein paar Kategorien aus. Ihr könnt auch gerne nochmal Kategorien reinschreiben, die eurer Meinung nach gut sind. Und ich hole die dann einfach ins Video rein. Und zwar schaue ich mir zum Beispiel an, ich schaue mir jetzt in diesem Beispiel oder in diesem Video den April an, gucke mir die Shows an, beziehungsweise reviewe halt nochmal die Shows, die ich gesehen habe, lass mir das nochmal durch den Kopf gehen, Revue passieren und so weiter. Und dann gucke ich mir meine Kategorien, genau. Ich gucke mir meine Kategorien an, zum Beispiel Wrestler des Monats. Und dann gucke ich, okay, wer könnte das in diesem Monat gewesen sein, entscheide mich für einen und sage das dann in diesem Video. Das heißt, einfach die Kategorien für die Slammy Awards pro Monat jetzt immer. Also am Tag des neuen Monats, immer am 1. des neuen Monats, kommt dieses Video raus. Ich hoffe, ich ziehe das ein bisschen länger durch jetzt. Also dieses Format ist eigentlich was ich schon länger machen wollte. Und ich kann ja mal die Kategorien hier vorlesen. Top 5 Matches des Monats, Wrestler des Monats, Segment des Monats, Diva des Monats, Fehde des Monats, Tag Team des Monats, Promotion des Monats, also Wrestling Liga, vielleicht mache ich da Wrestling Liga draus, komm. Wrestling Liga des Monats, Move des Monats, Manager des Monats, Schock des Monats, Enttäuschung des Monats und Show des Monats. So, ich habe jetzt zu allem was im April gesucht. Der April war ja dieser Monat nach WrestleMania. Ich habe jetzt noch die Raw nach WrestleMania mit reingenommen, weil es war der 30. März. Habe ich halt noch mit in den April mit reingerechnet, weil ich ja für den März kein Video gemacht habe. Und ja, ich denke mal, wir fangen an mit den Top 5 Matches. Natürlich gab es in diesem Monat, also im April, ziemlich viele gute TV-Matches, denn wir hatten eigentlich, also ich hatte nur einen Pay-Per-View, den ich wirklich geguckt habe, und zwar war das Extreme Rules. Ich habe jetzt nichts von New Japan, PWG oder sowas gesehen, sondern ich habe eigentlich nur NXT, Lucha Underground und halt das WWE Main Roster gesehen, und aus diesen Shows entscheide ich halt jetzt. Wir fangen an mit den Top 5 Matches. Wie gesagt, es gab die US Open Challenge von Cena, aber davon ist eigentlich hier nichts dabei. Es gab zwar durchaus gute Matches, vor allem gegen den Ambrose bei der Raw After Mania, aber das hat es bei mir knapp auch nicht in diese Liste geschafft. Ich fange mal an mit dem Platz 5. Das war das Best of 5 Series Singles Match, und zwar das Entscheidungsmatch bei Lucha Underground zwischen Drago und Aerostar. Es war ja so eine Best of 5 Series, die hatten quasi 5 Matches, und der am Ende mehr gewonnen hat am Ende, der hat eben gewonnen und hat jetzt noch eine Special Opportunity. Ich nehme das hier vor der Ausgabe noch auf, also wenn die online kommt, die kommt heute Nacht, wenn ich das aufnehme. Also ich habe das noch gar nicht gesehen, vielleicht passiert ja auch noch was Krasses. Also Drago hat auf jeden Fall ein Titelmatch bekommen, nachdem er das hier, also dieses Match gegen Aerostar gewonnen hat. Es stand vorher 2-2, und das war eben das Entscheidungsmatch der Best of 5 Series. War ein super Match. Ich habe es jetzt nicht in Sternebewertungen, wenn ich es angeben müsste, weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht sagen. Platz 4 war Becky Lynch vs. Bayley vs. Charlotte. Und zwar das Triple Threat Match um den Number One Contender Spot für den NXT Women's Championship. Das war die NXT-Ausgabe vom 22.04. Am Mittwoch, also vorletzten Mittwoch, wenn ihr das seht, war das. Und hier hat eben Becky Lynch durch Super Booking das Match gewonnen. War ein super Diven Triple Threat und hat mich einfach total überrascht. Und von daher schafft es bei mir, das Diven Match hier tatsächlich, beziehungsweise das Women's Match, in die Top 5 auf dem Platz 4, weil es einfach super war als Frauenmatch. Dann auf Platz 3 das Tag Team Championship Match bei Extreme Rules. Das war Cesaro und Tyson Kidd versus The New Day. War ein super Match, ein super Tag Team Match, extrem unterhaltend und hat richtig Spaß gemacht. Auch New Day am Ende gewonnen, fand ich keine schlechte Entscheidung, von daher, das kann man mal durchgehen lassen. Platz 2, und hier
ist eigentlich ein Match, auf das ich so gar nicht gekommen wäre. Ich habe aber den Chris, also @theY2JChris auf Twitter nochmal gefragt, hier, was sind denn deine Top-Matches für den Monat April? Gut, dann hat er mir das geschrieben und da war tatsächlich eins dabei, also er hat natürlich auch noch von ein paar anderen Indie-Shows das geschrieben, aber eins war dabei, was ich nicht berücksichtigt habe, und zwar ist das mein Platz 2 tatsächlich, ich habe es komplett vergessen. Und zwar war das ja die WrestleMania Access NXT-Ausgabe vom 8.4.2015. Das war die Ausgabe, wo dieses Turnier bei NXT stattgefunden hat, wer eben in die Andre the Giant Memorial Battle Royale einzieht. Und da waren eben drei Matches. Hideo Itami vs. Adrian Neville habe ich mir hier rausgepickt. Das war das erste Halbfinale, was auch in der Show quasi drin war. Und das war einfach super, ging 12 Minuten oder so und war für die Zeit echt gut. Und ist auch eins der vielen TV-Show-Matches. New Day gegen Cesaro und Tyson Kidd war mein einziges Pay-Per-View-Match. Und jetzt mein Platz 1. Lucha Underground Trios Title Tag Team Match. Trios Title, das sind sowas für die Leute, die kein Lucha Underground gucken. Das ist quasi wie ein Tag Team-Titel, bloß dass die Teams immer Dreier-Teams sind. Also eigentlich Stables wie The Shield, und das ist dann eben so ein Triple Threat Tag Team Match, und ja, ergibt eigentlich super Sinn, ist ein super Konzept und gefällt mir auch. Das war am 22.04.2015, unglaublich krasses Match, das ist mein Platz 1, ging 20 Minuten, also es wurde kurzzeitig unterbrochen, aber ich zähle das jetzt auch nochmal ins Match rein, denn es sah ja so aus, es gab die Teams, erstens das erste Team Big Rick, Killshot und The Mac, auch in der Indie-Szene ziemlich bekannt, versus das zweite Team Angelico, Ibelis und Son of Havoc, und das dritte Team Cage, King Cuerno und Tejano. Das haben Angelico, Ibelis und Son of Havoc gewonnen. Dann kam aber Dario Cueto raus, hat eben hier gesagt, okay, das war's noch nicht, ihr kriegt noch nicht die Titel, ein Team müsst ihr noch besiegen, und zwar The Crew, diese Zerstörer, Straßenschläger, und das haben sie dann geschafft. Und in diesem Match war auch ein, das war einfach auch der Move of the Month, beziehungsweise der Move des Monats, das war dieser Crossbody von Angelico. Alter Schwede. Alter. Too far to do a thing. Son of Havoc out on the outside. It was fun while it lasted. Das ist einfach badass. Das ist einfach badass. Also so ein Sprung von der oberen Plattform runter in den Ring auf zwei Leute. Das war so krank. Und das ist auch einfach noch ein weiterer Punkt, warum ich dieses Match als Match des Monats gewählt habe. Und ja, das war jetzt ein bisschen ausführlicher tatsächlich. Fast 8 Minuten haben wir hier über die erste Kategorie geredet. Aber die nächsten werden nicht mehr so ausführlich, also Top 5 Matches ist immer das, was ich am ausführlichsten besprechen werde. Ansonsten denke ich mal, die Kategorien, die anderen, werde ich jetzt nicht so ausführlich machen. Wrestler des Monats ist Seth Rollins für mich, da er, ich hatte noch einen zweiten, und zwar Neville, der ja ziemlich gut ins Main Roster debütiert ist und auch jetzt gute Programme bekommen hat tatsächlich, aber Seth Rollins deswegen, weil er einfach Champion geworden ist, weil er trotz seiner Darstellung, die ja wirklich schlecht ist, wozu ich auch gleich noch kommen werde, einfach ein Champion ist, den ich unglaublich sehen will und der einfach gut passt. Ich konnte mich einfach nicht für einen anderen Wrestler entscheiden, obwohl Seth Rollins jetzt vielleicht nicht der Wrestler des Monats ist für viele, aber ja, für mich einfach, weil er den Titel gewonnen hat. Und ja, dann eben auch bei der Raw After Mania das erste Mal Champion war. Und ja, finde ich eigentlich ziemlich, ziemlich geil. Segment des Monats war auch bei der Raw After Mania, und zwar Brock Lesnar zerstört alles. Das war am 30.04.2015. Brock Lesnar zerstört den Kameramann Michael Cole, was übrigens sehr gut war. Nochmal den Kameramann. Zerlegt die Kommentatorenpulte, also das war einfach super. Und das war Segment des Monats für mich auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall ein krankes Segment, hat richtig Spaß gemacht. Diva des Monats, wir sollten hier im Deutschen bleiben, ist Naomi für mich, weil sie
sich super präsentiert, auch als Heel-Diva. Ich finde die richtig stark. Erstens am Mikrofon, zweitens im Ring. Die ist einfach top, die Frau. Und deswegen Diva des Monats. Die hat ihren Aufstieg auf jeden Fall langsam gefunden und sollte auch bei Divas Championess werden, meiner Meinung nach. Die Fehde des Monats war Randy Orton gegen Seth Rollins. Es war keine tolle Fehde, aber es war eben eine Fehde, die da war. Und das war die Main Event Fehde des letzten Monats. Von daher, es war wirklich keine starke Fehde, trotzdem die Fehde des Monats leider. Es gab auch keine krasse andere Fehde, also weder in Lucha Underground gab es jetzt eine krasse Fehde, da haben sie sich eher auf die Trios Title Tag Team Matches fokussiert. Kevin Owens gegen Sami Zayn wurde diesen Monat eher nicht weitergeführt, da ja beide noch in der Verletzungspause waren, und von daher Seth Rollins gegen Randy Orton kann man, denke ich mal, machen. Tag Team des Monats ist für mich ganz klar die Lucha Dragons, die nach Mania debütiert sind. Erstmal richtiger Impact, geile Matches, geiles Wrestling, und da muss ich eigentlich gar nichts groß zu sagen. Ich bin absoluter Lucha Dragons Fan, ich bin sowieso Lucha Underground und auch allgemein Lucha Libre Fan, da sind sie mir natürlich sehr willkommen. Die Wrestling Liga des Monats ist für mich tatsächlich Lucha Underground, also natürlich die WWE bietet viel Content und bietet auch sehr, sehr viel Unterhaltung, aber erstens waren die Pay-Per-Views nicht gut, zweitens, beziehungsweise Extreme Rules war halt nicht stark. Die Raw-Ausgaben, da waren nur 2 von insgesamt 5 oder 4 gut. Also die Raw After Mania und die Raw vor Extreme Rules fand ich jetzt... Nach Extreme Rules war sie eher schwächer. Nach Extreme Rules fand ich sie gut. Aber trotzdem Wrestling-Liga des Monats, Lucha Underground für mich. Da sie mit wenig Content trotzdem ultra unterhalten haben... Move des Monats ist der Crossbody von Angelico. Normalerweise nehme ich hier einfach so einen Move an sich, also einfach eine Attacke von einem Wrestler, die diesen Monat eine große Rolle gespielt hat. Das wäre hier der RKO gewesen oder der Curbstomp, der ja jetzt anscheinend verboten sein soll. Ich will den ganzen Gerüchten immer noch nicht so richtig glauben, was da alles spekuliert wird. Aber der Move des Monats alleine war der Crossbody von Angelico von der High Above Plattform runter in den Ring, das war so krank. Manager des Monats, wir hatten keine großen Manager diesen Monat, also Paul Heyman war nur einmal da bei der Raw After Mania. Lana hatte auch keine große Rolle in den TV-Shows, von daher, Zeb Coulter ist auch nicht da, sonst haben wir keine Manager. Deswegen lasse ich Manager des Monats mal weg heute, beziehungsweise diesen Monat. Schock des Monats war Brock Lesnar zerstört alles bei Raw, 30.04.2015, wie gesagt, habe ich ja schon erwähnt, das war auch so ein kleiner Schocker. Die Enttäuschung des Monats ist Seth Rollins Darstellung. Ich mag ihn zwar sehr, sehr als Champion, trotzdem mag ich seine Darstellung nicht, denn er wird immer als dieser Pussy-Heel dargestellt, der immer wegrennt, der immer vor den Kämpfen flieht, vor seinen Gegnern flieht, und das kann einfach nicht sein, er ist einer der schwächsten Champions. Ja, seit Ewigkeiten, also wann gab es denn mal so einen schlechten Champion oder schwach dargestellten Champion wie Seth Rollins? Ich weiß einfach nicht, was soll das denn? Also ich verstehe einfach nicht, wie kann man so einen glaubwürdigen Heel darstellen, der den Champion darstellt und auch Richtung SummerSlam das noch tun soll. Man sollte ihn jetzt schnellstens auf eigene Beine stellen, die Authority wegnehmen und dann passt die Sache. Seth Rollins ist für mich trotzdem die Enttäuschung des Monats leider. Und die Show des Monats wird viele jetzt überraschen, ist nicht Extreme Rules oder so, fand ich echt nicht so krass. Aber WWE NXT vom 8.04.2015 ist meine Show des Monats. Eigentlich wäre es die 22.04. Ausgabe von Lucha Underground gewesen. Allerdings hat mich da dieses Match, also es gab natürlich dieses Trios Tag Team Title Match, aber das war sehr, sehr geil. Trotzdem hat mich da vor ein Match gestört, und zwar Sexy Star gegen Pentagon Junior. Das war nicht so cool, wie ich fand, weil man da falsch gebookt hat, meiner Meinung nach. Und deswegen nehme ich hier WWE NXT vom 8.04. Das war die WrestleMania Access Ausgabe. Erstmal, WrestleMania Access war eine spezielle Ausgabe. Das hat schon mal Bock gemacht. Da hatten wir 3 Matches, die alle stark waren, die zwar nicht alle wirklich viel Zeit bekommen haben, aber wir hatten zum Beispiel Itami gegen Neville, was super war, und Finn Balor gegen Tyler Breeze war das, ne?
War auch super stark das Match, also hat mir super gefallen. Und von daher die Show des Monats, WWE NXT, 8.4.2015. Das war's zu meinen Slammy Awards. Schreibt mal eure Meinung zu den jeweiligen Kategorien in die Kommentare, würde mich freuen. Ich habe jetzt hier eine Dreiviertelstunde wäre ein bisschen krass gewesen, eine Viertelstunde drüber geredet, was so meine Meinung zu den jeweiligen Themen ist. Ihr könnt eure Meinung gerne reinschreiben, ich lese mir das alles durch. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal und ciao.